Ja, das war ziemlich super duper schnell. Okay, sieht das Konvoi. Ja. Das ist der schnellste Dialog gewesen, die ich jemals gehört habe. Mausen könnte nicht überleben, ohne dass das und dies und jenes. Dann denke ich mir, wir sind andere Leute, die erzählen, aber im Endeffekt nicht diversen Sachen haben. Bis einer kommt, dass er sagt, bibobob, was Sache ist. Das ist fast wie im Real Life. Im echten Leben. Okay, jetzt machen wir diese Hauptstory. Machen wir dann ein bisschen Hauptstory, ein bisschen weiter. Der Schlechter ist unser größter Feind. Er ist verantwortlich für das Bombardement am Schwarzen Montag. Ich wusste nicht, dass es hier bei der Postapokalypse auch einen Montag gibt. Infizierten ausweichen. 36, fuck, 31, das ist gar nicht gut. 12, Mist. 72, 25, 7, 8, 7. Das ist wieder Postapokalypse Selbsthilfegruppe. Gestern Abend habe ich nochmal Ding angefangen, den ersten Teil zu spielen von Ding Light. Das ganze Gameplay hier ist in der Nische hier aber auch irgendwie was anderes. Gleich. Was ein guter Tag ist, kann ich dir nicht sagen. Scheiße. Oh Gott. Hallo! Hallo! Scheiße, Amigo, ziemlich heftiger Kampf.
Haben die Picards den Transport überfallen? Sie haben alles und jeden durchsucht. Die Bomben haben sie gefunden. Sie hatten sicher einen Hinweis. Haben sie alles mitgenommen? Weiß nicht. Auf einmal bekamen sie Angst. Was? Wo sind die Sprengladungen? Hey! Ha, sie waren auf dem Hof. Komm, vielleicht haben sie ja nicht alle geklaut. Zum Glück sind die Infizierten aufgetaucht. Da sind alle abgehauen. Die Bomben haben sie wohl liegen lassen. Komisch, dass sie die nicht genommen haben. Waren doch kaum zu übersehen. Trottel. So ein Scheiß. Das war jetzt ein Bigfoot. So, ja. Explosion. Dann jetzt kann ich ganz schnell machen, bis die kommen. Alberto, ich habe die Sprengladungen. Großartig, sehr gut. Worauf wartest du dann noch? Komm wieder her! Schon unterwegs. An sich was ein bisschen nervt. Manche sagen Clickbaits, also zum Drücken schnell, beim anderen lang gedrückt halt, nee. Ugh.
Jetzt leuchtet es schon. Fuck, das ist gar nicht gut. Mist. Feind. Dann ist das kein Problem. Gibt's ein Problem? Ein Problem? Pilger, du musst mir helfen. Ich stecke in der Scheiße. Und zwar ziemlich tief. Wenn du mir nicht hilfst, wird mich dieser kahle Kerl verprügeln. Das ist nämlich mein Onkel. Er hat Hände wie gusseiserne Bratpfannen. Als er mich das letzte Mal schlug, hatte ich ein gewaltiges Horn an der Stirn. Wie ein verdammtes Nashorn. Sah aus wie ein Regenbogen. Ist sie jetzt live überhaupt? Also das Horn, meine ich. So farbenfroh, wie du das beschreibst, könnte man meinen, dir gefällt sowas. Dir wird schon nichts passieren. Bis bald. Oh, jetzt geht er hoch. Du kommst hier nicht neben raus, du Sack! Hast du Angst? Fang mich, wenn du kannst! Kill den Wichser! Tschüssikowski! Große Schnauze, aber nichts dahinter. Du siehst Du bist hier immer willkommen. Wir aber nicht. Zeit, dass Sophie zu der Frau wird, die ihre Mutter war. Ich hab Wasser gegeben. Was hast du getan? Ja, aber je nachdem, wie weit man die Parkour-Dinger da fertig hat, oder die Fertigkeit erweitert hat, hat Punkte vorteilhaft. Noch da, ja. Oh. Starker Ring. Ey, 800, ey. Fast 900 Tacken. Und ich, so wie ich jetzt gelesen habe, momentan bin ich noch Stufe 2. Wenn ich Stufe 3 erreicht habe, kommen die Schattenjäger. Okay, verringern vorübergehend den Schaden durch Stromschlageffekt. Okay, das ist jetzt Gift. Ausdauer. Immunität. Okay, nochmal Immunität. Oh. Ja. Ja. Fast 3K. Dinge. Das ist kurz FPS. Störung. Ist alles gut gelaufen? Stimmt. Ja, das, diese Questgeber muss ich auch noch irgendwann mal annehmen. Ende der Schaden. Selbstgebaute Granate. Aber der Kunde will die Ware nicht weg sein. Du hast so. Deine Schwester, was du vorhast? Erstmal handeln. Da, Upgrades. Molotov Cocktail. Feindreaktion beim Treffer. Lichtschaden. Stellenmenge 2. Oh, nächste Upgrades. 20. Oh, Geld aus alter. Wie viel Geld aus alter Welt habe ich? Über 5000 Münzen.
Ungewöhnlich habe ich 61, selten habe ich 13. Komm. Hau ich raus. So, wieder als selten brauche ich einen und 10 ungewöhnlich. Er muss sich langsam echt mal farmen hier. Halt um 75%. Das ist gut. Du kennst sie nicht. Upgraden. Feuerschaden pro Sekunde auch noch. Komm nochmal. Und dann bin ich dann zufrieden. Wenn sie sich einmal was mit dem Reden. Wo ist dein Vater? Da bist du ja. Nur zwei? Den Rest haben die Picards. Wir müssen. Du musst. Wir brauchen. Ich kann nicht ohne. Nitrat. Wir brauchen Dünger. Mit dem können wir mehr Sprengstoff herstellen. Die alten Nightrunner haben alles. Auf jeden Fall alles, was wir für mehr Bomben brauchen. Ich kenne da einen. Lebt auf einem Dach. Ob Freund oder Feind. Wer weiß. Killian. Kennst du ihn? Killian? Hakons Kumpel? Ja, Killian. Ich werde dir erklären, wie du... Ich weiß, wie man hinkommt. Danke. Und wie gesagt, Namen von tausend Feuer. Wie vorhin das auch, wenn ich gestreamt habe, habe ich trotzdem eine Benachrichtigung bekommen. Zumindest auf dem Handy. Ja, heute waren. Ja. Was hast du dir nur dabei gedacht? Da hin wieder ploppte schon auf, dass er, wenn ich nicht, wenn ich schon gestreamt habe. Ich dachte, ich könnte ihn trauen. Du hättest. Ploppt schon heute auf. Guter Gott. Nimm Erika bei dir auf. Erika. Da steckt was im Kopf bei dir. Immer schon, du Penner! Töte den Schlag! Keine Gnade! Du willst Hiebe? Lass mich! Hier drüben, Arschloch! Versuch das mal! Lass mich hochgehen! Los, Parcours und Kampf. Yeah! Danke! So wollte ich wirklich nicht sterben. Gut. Ja.
So viel Gesundes hier. So gesund hier. Killian! Killian! Hier ist Aiden! Und was macht denn der hier? Bist du da? Killian! Okay, mach mal Dietrich. Ich muss erst mal den Zombie looten hier. Inventar schon voll für die Waffen. So, den nehme ich immer gern an. Schon wieder die Trip benutzen. Weil es glaube ich eh nur welche erstellt. Harkon. Damals dachten wohl alle, die Freundschaft ginge nie kaputt. Bingo. Alberto? Ich hab den Dünger. Hier ist Vincenzo. Vincenzo? Kann dich kaum hören. Die PKs. Papa ist schon vor zum Windrad. Triff ihn da. Ich komme, sobald ich kann. Nur sorg dafür, dass Papa den Dünger bekommt. Okay, ich werde mein Bestes geben. Beeil dich. Sie sind mir auf den Fersen. Ich komme hier nicht weg, Aiden. Die nächste Patrouille. Du musst das ohne mich machen. Geh zu meinem Papa. Ich verfolge das Ganze über Funk. Dein Papa und ich? Hältst du das für eine gute Idee? Uns bleibt keine andere Wahl, Aiden. Mach. Bitte. Dieser Plan bedeutet meinem Vater alles. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber Papa ist ein wenig unbeholfen und erhält nicht den Respekt, der ihm gebührt. Das ist die Chance, Karl und Sophie und allen im Bazar zu beweisen, dass sie falsch lagen. Ihnen zu zeigen, was Papa kann, was er drauf hat. Danach ist er der Held des Bazars. Er wollte schon immer so was Großes machen. Tja, genau das macht mir Angst. Ich bin über Funk bei euch. Hallo? Vincenzo? Hallo? Vincenzo, ich höre dich nicht. Was? Was muss ich? Das Windrad!
Raum. Brennstoffbehälter in der Nähe. Ich hab den Dünger. Bist du sicher, dass du das kannst? Klar doch. Und wenn nicht, na, dann kann ich ja immer noch Vincenzo fragen. Das Windrad stört das Signal zu stark. Der Funk funktioniert nicht. Ah, ja. Da wird mir schon noch was einfallen. Ist ja kinderleicht. Sicher? Er hat mir alles erklärt. Entspann dich. Wir packen das. Du und ich, wir packen das. Wird schon... schief gehen. Klappen. Wie ich schon sagte, kinderleicht. Die Bomben sind bereit. Du bist dran. Nimm die Bomben und bring sie an Vincenzos Markierungen an. Bomben platzieren. Was soll da schief gehen? Kinderleicht, hä? Huh? Yep, so ist es. Kinderleicht, yep. Aber ich will den Hemmstoff sammeln. Oh, Alberto Versteck. Wie ich schon sagte, kinderleicht. Mehr Upgrade und gleich 3 Stück. Die Bomben sind bereit. Da sind wir noch ungefähr 101 Hemmstoffe. Ausdauer, immer auf die Ding da drauf. Aber da habe ich irgendwas letztens. Das war noch Oktober. Und das kommt ja noch demnächst in 3 Wochen, 4 Wochen. Vitamine wird versucht. Biologische Waffen aus den Art des Harnvirus entwickeln. Beeil dich, Aiden.